Unser nächster Redner hat schon 30 Jahre lang Erfahrung mit der Legalisierung von Cannabis. Unter anderem auch als Experte und Beobachter bei der WHO in Genf. Er berät Wissenschaft, Politik und Industrie und ist auch noch selbst ein ganz interessierter Tüftler, wenn es um Kräuterverdampfung geht. Bitte einen ganz großen Applaus für Christoph Rossner, a.k.a. Rossi! Ja, ja, danke. Hallo zusammen. Ich freue mich ja, dass ihr ja relativ viele seid für Berlin. Es ist ja nicht viel, aber das ist man ja gewohnt von den Kiffern, die so Angst haben, hier so verfolgt zu werden. Weil ich würde mich ehrlich gesagt auch nicht raustrauen. Ich würde auch nicht zugeben, dass ich gern kiff und dass ich das mache, weil es mir Spaß macht und gesund ist und besser ist wie Saufen. Ich würde es nie sagen. Ich würde es auch vor allem nie in der Öffentlichkeit kundtun. Das würde ich nie machen. Aber ich finde es trotzdem geil, dass ihr alle da seid, weil ich will ein bisschen was zu dem ganzen Verbot erzählen. Weil ich bin da schon eine ganze Weile dran und beschäftige mich mit dem Thema schon seit, wie der vorher schon gesagt hat, seit ein bisschen über 30 Jahren mit der ganzen Sache. Und ich habe mir immer wieder gefragt, warum wird eigentlich Cannabis permanent immer so schlecht geredet? Wir haben immer wieder Ansätze gehabt in den letzten Jahren. Immer wieder kamen wir hoch hier von der Politik, mal gesagt, ja, wir machen alles grün, wir können jetzt alle da loskiffen, das wird super geil. Aber einen alten Scheiß, alle haben in dem Ofenrohr ins Gebirge geguckt. Wir hatten da ein Patientengesetz, das eher ein Selbstanbauverhinderungsgesetz war. Und das war alles irgendwie immer so halbgar. Und jetzt kamen die Grünen und die SPD und ja, da haben alle gefragt, wow, die FDP ist auch dabei. Das kann ja vielleicht gar nicht so schlecht werden, aber mittlerweile denkt man sich, was geht eigentlich gerade? Warum wird eigentlich alles schlechter und nicht besser? Wir reden von Legalisierung, wir werden dafür mehr verfolgt. Man kann auf einmal nicht mehr nirgendwo kiffen. Mittlerweile ist es in der Diskussion, dass man ja in 200 Meter Entfernung um den Kindergarten oder wie vorher schon gesagt war, die um Schulen rum nicht kiffen darf. Das ist sozusagen ein Kiffverbot über die Hintertür, weil bis jetzt war Kiffen, der Konsum selbst, nicht verboten. Das wurde jetzt wieder mal so ins Thema gebracht. Ja, jetzt könnten wir ja sagen, hier in dem Bereich, hier, da ist es dann verboten. Ja, warum eigentlich? Warum will man eigentlich eine Substanz, die nachweislich weniger gefährlich ist wie Alkohol, verbieten? Genau deswegen. Wenn man sich die ganzen Beschlüsse von den ganzen Gerichten in der letzten Zeit anschaut, vor allem von unserem Bundesverfassungsgericht, weil ein guter Freund von mir, Andreas Müller, den ihr sicher alle kennt, hat sich sehr für uns eingesetzt und hat versucht, über einen Gerichtsbeschluss, über eine Klage auf dem kurzen Weg sozusagen eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zu bekommen. Und wenn man dann diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht durchliest, fällt einem auf, darin steht, wir können Cannabis nicht verbieten, weil so viele Leute Alkohol in Deutschland trinken. Und das ist ein Problem, Alkohol zu verbieten, weil laut unserer moralischen Grundprinzipie, durch Verbote etwas zu regeln, müsste, wenn wir Cannabis legalisiert werden, im Umkehrschluss der viel schädlichere Alkohol verboten werden. Das will man in Deutschland aber nicht, weil man bei uns nicht zweischienig fahren könnte. Bei uns gibt es immer nur on-off. Bei uns gibt es immer nur nein oder ja. Und dann ja immer nur mit aber. Von dann bis. Und das ist ein Problem beim Kiffen, weil jeder möchte seine Pflanzen selber anbauen. Jeder möchte sich in einem Cannabis-Social-Club mit seinen Freunden zusammen berauschen. Und jeder hat in diesem Leben nur eins, nämlich den Sinn dran, mit anderen in Frieden zusammenzuleben. Und das ist nämlich das, was Kiffen macht. Komischerweise können alle Religionen, egal welcher Religion wir anstammen, alle können zusammen kiffen, weil es ist halal, es macht überhaupt nichts. Nur komischerweise, in Deutschland gibt es Leute, die sagen, hey, wir müssen Cannabis verbieten, weil es ja vielleicht die Kinder oder die Erziehung dieser Kinder gefährdet. Und da muss man jetzt mal nachhaken. Warum darf ein 14-jähriger Junge mit seinem Vater oder dem Erziehungsberechtigten auf dem Balkon sitzen und Bier trinken, solange bis der Sohn besoffen ist? Warum darf er das? Weil er hier in einer Gesellschaft aufwächst, in der Alkohol nicht nur toleriert wird, sondern maßgeblich die Substanz ist, die aus moralischen Gründen konsumiert werden muss, weil wir hier eine Verbotstheorie bestätigen müssen. Wir müssen sagen, gefährliche Substanzen müssen verboten sein. Deswegen wird dauernd die Agenda aufgemacht, Kinder, Gefahr, Cannabis. Wir müssen dauernd sagen, dass ein ungefährlicher Stoff trotzdem eine Gefahr birgt.
Ich frage mich, warum. Ich habe mit 15 zum Kiffen angefangen. Seitdem kiff ich. Ich stehe hier, rede ganz normal, habe einen Job, kann mich ganz normal artikulieren, bin ein ganz normaler, lieber Mensch. Ich werde aber verfolgt. Wenn ich ein Problem habe, dann ist es durch das Kiffen entstanden. Nicht, dass es Kiffen ein Problem ist. Nein, ich werde wegen dem Kiffen verfolgt. Und da gibt es auch interessanterweise Studien drüber, die ganz deutlich belegen, dass der Verfolgungsdruck die Paranoia auslöst, weil wir bilden uns ja nicht ein, dass wir verfolgt werden, wenn wir Cannabis mögen. Das bilden wir uns nicht ein. Wir werden verfolgt, weil wir Cannabis mögen und das müssen wir ändern. Aber warum ist das so schwierig? Wie gesagt, weil wir Menschen haben, die hier dauernd versuchen, dieses System für sich am Laufen zu halten und das bedeutet Alkohol. Mit Alkohol verdient man einfach, zweifach, dreifach. Mit Alkohol verdient man am Krebs, mit Alkohol verdient man an Adipositas und mit Alkohol verdient man aber auch an der Gewalt. Weil damit kann man sagen, hey, wir haben eine Berechtigung für so viel Polizei in unserem Land. Wenn wir weniger saufen und mehr kiffen würden, dann hätten unsere Freunde von der Polizei endlich Zeit, sich um die Steuer und die Leute zu kümmern, die uns sozusagen wirklich beklauen. Wir müssten mal schauen, wer uns wirklich beklaut. Das sind nicht die Kiffer. Nicht die Kiffer sitzen irgendwo rum und denken sich am Computer irgendwelche Sachen aus, wie man Menschen mehr Geld abziehen kann. Nein, 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 das machen nicht die Kiffer. Die Kiffer wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden und wollen ökologisch leben. Und da haben wir wieder den nächsten Punkt. Wir wollen ökologisch kiffen. Wir wollen kein Industriegras, das von einem Monopol kommt. Nein, wir wollen selber anbauen in CSCs. Und das ist das, was wichtig ist, weil das würde Cannabis endlich von der Stigmatisierung wegnehmen. Und damit möchte ich nämlich jetzt langsam beschließen, weil wir haben noch mehr Redner hinter mir. Ich könnte hier noch 2, 3, 4 Stunden über das Thema reden, aber wir wissen viel. Wir regen uns auf und das machen wir laut. Und deswegen wäre es toll, wenn ihr, wir müssen noch mal mehr Hanfparaden machen, so wie das hier ausschaut, denke ich, werden wir wieder welche machen. Also bitte, 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 mobilisiert mehr Leute. Probiert mehr Leute zu mobilisieren. Wir müssen zeigen, wie viele wir sind. Auch wenn ihr Angst habt, verfolgt zu werden. Wir machen es ja auch. Ich stehe hier auch. Also, zeigt Gesicht, Peace und legalized. Vielen Dank, Christoph, Rossi, Rosner.